Mein Name ist Christel Mielitz, ich bin 66 Jahre alt, gehöre zur Kirchengemeinde St. Johann. Ich bin verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder und wohne auch im Schatten der Johanneskirche. Ich arbeite im Kirchenvorstand seit 1990 und bin stellvertretende Vorsitzende im Kirchenvorstand seit 1999. Ich mache die Arbeit schon sehr lange, ich mache es auch gerne, weil ich mit der Kirchengemeinde sehr verbunden bin, schon seit Generationen. Und darum macht es mir auch Freude, in dieser Gemeinde zu arbeiten. Projekte haben wir in letzter Zeit gehabt. Einmal hier die Sanierung bzw. Umbau unseres Kapitelhauses, was sehr schön geworden ist, was viel Arbeit und Kraft gekostet hat. Dann haben wir den Kindergartenumzug gemacht, was sehr gelungen ist, auch vom Spielplatz her. Wir haben für eine Innenstadtgemeinde einen sehr großen Spielplatz und einen schönen Spielplatz, auch mit ein bisschen Wald drin. Dann haben wir vor einigen Jahren dieses Projekt Kinderkrippe ins Leben gerufen. Die erste Gruppe der Kinderkrippe war in einer ehemaligen Kaplanei. Und dann nach ungefähr 2 Jahren haben wir dann eine zweite Gruppe eröffnet, weil die Nachfrage eben sehr groß war. Der Kirchenvorstand ist in erster Linie da, um das Vermögen der Kirchengemeinde zu verwalten, um darauf aufzupassen, dass alles nicht zu viel ausgegeben wird, dass genug da ist. Und darüber wird gesprochen, über Kindergärten, Kinderkrippen, was finanziert werden kann, was nicht finanziert werden kann, was angeschafft werden muss und wo Reparaturarbeiten sind, zum Beispiel am Dach was gemacht werden muss oder je nachdem, was anliegt.